Herzlich willkommen zum neuen Video der Franz Fuller GmbH. Heute zeigen wir euch Folgendes. Und zwar die Trockenverklebung eines Dekores oder eines Aufklebers auf geeignetem Untergrund, in diesem Falle auf einen Fahrzeuglack. Vorab, diese Methode ist nur bedingt zu empfehlen. Erstens sollte man schon gewisse Grundkenntnisse sich angeeignet haben im Bereich Folienverklebung, Aufkleberverklebung. Und zweitens sollte man nur Dekore in einer gewissen Größenordnung trocken verkleben. Sind sie zu groß, habe ich wirklich massive Probleme, die vernünftig verklebt zu bekommen, ohne dass ich danach Luftblasen habe oder Knitter oder Blasenbildung, Faltenbildung im Dekor. Okay? Das ist jetzt ein Dekor von der Größe, wo ich sage, okay, das geht noch klar, das kann man noch machen. Das kann man auch alleine noch machen, ohne Problem. Alles, was drüber geht, wird dann echt schwierig. Entweder seid ihr dann zu zweit, permanent zu zweit. Oder ja, ihr müsst euch vielleicht damit abfinden, dass es nicht ganz so gut wird. Es gibt mit Sicherheit einige Pros unter euch, die das richtig gut können und auch richtig große Dekore trocken verkleben können. Wieso es aber schwierig ist, möchte ich euch gleich mal zeigen. So, wir haben das Fahrzeug schon vorher gereinigt. Dafür gibt es auch ein Video, seht ihr bei uns im Channel. Einfach mal nach Fahrzeugreinigung suchen. Genau. Also konzentrieren wir uns rein auf die Trockenverklebung. Wichtig ist, dass ich nach gereinigtem Fahrzeuglack auch wieder meine Position ausmache, wo ich das Dekor haben möchte. Ich habe jetzt mit Absicht ein Dekor gewählt, was so viele kleine Pünktchen hat und so weiter, um einfach ja, etwas zu nehmen, was vielleicht nicht ganz so einfach ist. Das Dekor positionieren wir jetzt einfach mal auf der Motorhaube. Ich nehme jetzt auch mal keine gerade Fläche, weil das wäre dann zu einfach, sondern wir nehmen eine Fläche, die abfallend ist. So, jetzt muss ich mir überlegen, von wo nach wo streiche ich denn das Dekor denn dann fest. Ich kann nämlich nicht andersrum oder ich kann nicht wie bei der Nassverklebung das Dekor wieder anlösen und neu positionieren. Ist es hier einmal gesetzt, dann sitzt es da auch. Versuche ich das einmal wieder oder versuche ich das wieder zu lösen, würde ich das Dekor dabei zerstören. Und ja, es wäre defekt, ihr könnt nicht mehr weitermachen. Ja? Wäre natürlich ärgerlich. Deswegen müsst ihr überlegen, okay, von wo nach wo streiche ich denn? Ich muss jetzt hier in dem Fall von hier oben hier runter streichen, damit ich eben hier diese Wölbung möglichst gleichmäßig weggestrichen bekomme. Würde ich jetzt hier anfangen, oder in eine andere Richtung, dann habe ich ein Problem, dass ich vielleicht Material aufschiebt. Okay? Deswegen fange ich jetzt von hier nach da an. Das habe ich mir jetzt so ausgewählt, dass das meine optimale Position ist. Ich reiße jetzt hier wieder mit Hilfe der Rakel eine relativ scharfe Kante hier rein, damit ich einfach wieder eine Hilfe habe bei der Positionierung. Ich streiche auch wieder das Dekor einmal auf der Rückseite fest. Gerade bei so Dekor mit kleinen Punkten ist es wichtig, dass ihr das macht, um einfach sicher zu gehen, dass die ganzen kleinen Pünktchen auch auf dem Übertragungspapier bleiben. So. Jetzt lässt sich das eigentlich relativ gut lösen. Ihr könnt es im Test machen, ob es funktioniert. Und jetzt halt gehen wir ein bisschen anders vor wie bei der Nassverklebung. Ich fange jetzt an, das Dekor nur ein Stückchen zu lösen und lasse den Rest auf dem Trägerpapier drauf. Das könnt ihr aber ja, machen, wie ihr wollt im Endeffekt. Das ist jetzt nur meine Empfehlung. Für mich hat sich rauskristallisiert, dass es so doch noch ein Stück einfacher geht. Okay? So, falsch schon. Einmal hier einknicken, dass ich eine möglichst scharfe Kante habe auch. Dann lege ich mir das Dekor einmal an, so wie es nach meinem Riss her richtig ist. Und jetzt gucken wir hier drunter. Ich habe jetzt hier so eine Lasche, an der kann ich jetzt ziehen. Ja? Ich kann das Dekor quasi einfach auf meine Hand ablegen und kann dann an der Lasche Stück für Stück immer weiter abziehen. Wichtig ist, vorweg, ihr könnt nicht einfach in der Mitte anfangen, wie es beim Nassverkleben ist, und dann nach außen hinweg streichen, das würde nicht funktionieren. Ja, diese Folie hier besitzt keine Luftkanäle, das heißt, ich muss durchgehend mit der Rakel den Aufkleber andrücken oder die Dekorelemente eben andrücken.
habe ich gute Hälfte drauf. Jetzt entscheide ich mich zum einfacheren Handling. Können wir ein bisschen situationsbezogen machen, dass ich es doch komplett abziehe. Jetzt streiche ich das hier ohne Unterbrechung, das ist wirklich ganz wichtig, nach und nach an. So. Jetzt habe ich hier eine leichte Verspannung drin, das hat einfach was mit dem Untergrund zu tun. Ich kann hier jetzt problemlos das Trägerpapier ein bisschen einreißen, an der Stelle, wo ich keine Folie drunter habe. Selbst jetzt hier zum Beispiel, wenn ich mehr einreißen will, ist überhaupt kein Problem, denn das Dekor ist ja schon fest. Somit entspanne ich jetzt im Endeffekt die Trägerfolie. Und ich kann den Rest sehr einfach festmachen. Also ihr seht, die Trägerfolie, die Applikationsfolie, ist sehr starr, die lässt sich nicht ziehen, die lässt sich nicht verformen. Deswegen werden sich hier auch immer wieder Spannungen aufbauen und da muss ich halt einfach gucken, ich veranschauliche das jetzt mal hier, wie viel Spannung, also dieser Riss jetzt hier im Endeffekt, dass ich das gegeben hat, war die Spannung, die da war, oder ja, der Spalt dazwischen, und deswegen musste ich das jetzt einreißen, um das Ganze ein bisschen zu entspannen, damit ich hier wieder eine vernünftige Position bekomme, beziehungsweise dass ich ohne Verspannung weitermachen kann. Jetzt kann ich aber auch in das Applikationspapier direkt einmal abziehen. Das ist jetzt der große Vorteil gegenüber der Nassverklebung. Ich habe hier eigentlich so gut wie sicher meine Endfestigkeit direkt erreicht. Okay? Also ich habe jetzt nicht die Problematik, dass ich der Aufkleber während der Fahrt nochmal lösen könnte, dass ich irgendwas ablüften muss. Ich habe keine Sauerei durch die Applikationsflüssigkeit, das ist eigentlich rundum eine saubere Sache, wenn es das Dekor und euer Untergrund zulässt. Ich habe jetzt hier auch nirgends so eine Luftblase drin. Wenn du hier mal reinfilmst in die Spiegelung, dann siehst du das. Um so ein Ergebnis eben zu erzielen, ist es aber auch echt verdammt wichtig, dass ihr ohne Unterbrechung von vorne nach hinten im Endeffekt durcharbeitet, ja? Oder so in streichenden Bewegungen durcharbeitet. Ihr dürft nirgendwo mal unterbrechen und an einer anderen Stelle wieder weitermachen. Das würde nicht funktionieren, okay? Damit wäre das Video zum Thema Trockenverklebung von Dekoren auch schon wieder beendet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Falls ihr Fragen habt, kommentiert wild unter dem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin.